So, es geht weiter mit Let's Play The Outer Worlds. Ja. Ich frage mich, wo das Labyrinth ist. Das sieht jetzt nicht so labyrinthisch aus hier. Restricted Area. Kommen wir da nicht hoch. Das ist aber traurig. Das ist ja traurig. Ja, jetzt wollte ich einen Counter-Strike-Move machen. Auch nicht schlecht. Also so, Crouch-Jump da hoch. Ah. Also wir müssen wieder ein bisschen intelligent vorgehen. Hier geht man nach hier hin. Ich werde mal gucken. Konzernsoldaten, okay. Ihr merkt schön hier. Ich guck mal da runter. Da kommt nix. Ja, ihr dürft aber schießen, ne? Das ist schon klar. Oh, da ist eine Drohne. Oh, da sind zwei Drohnen. Ei. Die habe ich nicht kommen sehen. Komm, verreck doch. So, gut. Puh. Erstmal kurz rausmachen, ne? Ist das das Labyrinth dahinter? Alter, die sind ziemlich schwer. Ich weiß nicht, ob das nicht ein Fehler war, jetzt schon hinzukommen. Aber ich habe ja nicht gespeichert. Ich meine, das ist ja echt so eine Sache. Ja, da kann man ruhig mal. Ich finde es übrigens immer noch cool, dass sie uns helfen. So, jetzt werden wir wahrscheinlich direkt auf Widerstand stoßen. So, Kollege. Da ist aber noch einer, der müsste schwer verletzt sein. Ach komm. Nioka, bitte nicht so kranke Sachen machen hier. Okay, die haben uns nicht gecheckt. Der wird jetzt erstmal wieder nach hinten gefetzt. Oder auch nicht. Oder ich trifft. Ach, verdammte Scheiße. So. Ist nicht die feine englische Art, was ich hier mache, aber ja, das muss repariert werden, ich weiß, aber ich weiß nicht wo. Was soll ich tun? So. Da ist Vika Max und Pavati und wir fahren wieder runter. Wir fahren wieder runter. Ah, Mann, ey. Das ist schon nicht so leicht. Also ich glaube, die sind auf einem etwas wesentlich höheren Stand als wir. Und, ja, ein bisschen Waffenlevel und so hätte vielleicht doch ein bisschen was gebracht. Ein klitzekleines bisschen vielleicht.
Sind die wieder alle am Leben? Ist das euer Ernst? Ach, nicht schon wieder. Komm hier hoch, komm hier hoch. Ah, Vika Max hat schon wieder erwischt. Hallo, na Arschloch? So, den wollen wir jetzt erstmal vaporisieren. Ein bisschen Leben. Geht doch. So, geht doch. Ach, Jungs, ey. Oh, oh, das ist der Vika Max. Alter, erschreck mich doch nicht so. Du hässlichen, ey. Erschreckt er mich hier zu Tode, ey. So, da unten sind die Drohnen. Da kommt schon der nächste. Auch schon wieder was? Ah, das wird doch alles hier. Alles toll, Junge. Komm mal näher, Kollege. So. Wir müssen die versuchen einzeln auszuschalten, weil irgendwie sind die stark. Komm. Geh zurück. So. Nioka und Vika Max können sich übrigens leveln, sehe ich gerade. Oder? Nee. Schade. Ich dachte... Ja, Codex ist jetzt wahrscheinlich wirklich... Ja, wir könnten ja mal... Ne? So, der Vorstand. Was habe ich da für einen Ruf? Angewidert. Hm. Wer hätte es gedacht? Ist toll, dass die Ikonenklassen einfach nichts machen. So, meine Rüstung ist auch hinüber. So, den nächsten, den wir kaputt machen werden. Nein, jetzt steht der hinter seiner dämlichen Kiste. Achso. So. Gegner getötet. Okay. Und zurück. Nein, komm hier hin zurück. Der wird schon zu uns kommen. Oder? Auch nicht. Oh, es kommen noch mehr zu uns. Das ist nicht so toll. So. Werden wir uns erstmal verstecken. Und dann werden wir ihn rausholen. So. Wo ist der andere? Ist der schon tot? Der ist noch nicht tot.
Der wartet doch irgendwo hier auf uns, oder nicht? Ja, da. Kollege. Oh. Ja, komm. I'll take your confession now. Hallo. So, auf den werden wir uns mal konzentrieren jetzt. Wir werden bestimmt nochmal leveln, solange wir hier sind. Oh, Wurfballkarte Tyson Christensen. Tja, da müssen wir erstmal gucken jetzt. So. Ja, wir müssen irgendwo eine... Da will ich nicht hin. Irgendwo was finden. Da komme ich nicht hoch. Ne, der kann ja nicht klettern, glaube ich. Aber so. So. Ich würde gerne irgendwo was finden, wo wir unsere Rüstung und so wieder ein bisschen aufpeppen können. Weil das ist halt jetzt gerade schon, ja, nicht so geil, dass wir Rüstung kaputt haben und einige unserer Waffen schon sehr angeschlagen sind. Ach, ich hoffe, da kommt gleich noch was. Wo ist er denn jetzt hin? Wie weit sind die Sachen denn angeschlagen? Oh. Ja, ist jetzt nicht so viel. Ei. Ja, okay, das können wir vergessen. Die wird uns gleich sonst kaputt gehen. 163, 114. Machen wir mal so. So. Na, hier hin. Und schau, Kollege. So. So kommen wir schon mal erstaunlicherweise viel besser durch. Also, ne? Die sind echt stark, Alter. Also hier sind die echt stark. Ja, hier, ja, da müssen wir uns nicht unbedingt mit allen anlegen. Würde ich mal so behaupten. Wir werden aber mal rüber gehen. Ich werde, glaube ich, mal speichern. So, das ist das... Ja, das ist der, den wir extra angelegt haben. Ich hoffe, dass hier irgendwo was ist, wo wir unsere Waffen und so mal reparieren können. Weil Waffenteile und so haben wir ja genug. Das ist halt nur die Frage... Da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin, ne? Ja. Ja. Runterfallen ist toll. Nicht wirklich. So. Ja, den laden wir. Doof. Doof, da einfach runterzufallen. Doof, da einfach runterzufallen. So, hier ist noch ein Rüstungssicht. Das habe ich gerade sogar übersehen gehabt. So. Waffenteile. Ja. Hä?
bist behindert, ehrlich. Natürlich ist es kein Schimpfwort, es tut mir leid. Ich will irgendwie schon den Raum da ge... Oh. Geil. So. Was haben wir denn hier? Ja, geben halt normalen Schaden, ne? Zumindest die Waffen hier. Die brauchen wir jetzt nicht so krass. So normalen Schaden, hör mal, das ist jetzt eher 44 Schaden. Was ist denn damit? Junge, da lachen die sich hier tot. Vielleicht ist das so die Intention dahinter. Dass die sich dann so tot lachen, so, ho, ist sehr schlecht. Ja. Ja, das ist eine Schrotflinte, ne? So, Short Distance will ich jetzt nicht unbedingt gehen. Die nehmen auch noch Aufschlag. Missgeburten. Haben wir auch nicht so Gutes. Was haben die hier? Ja, die, ich sag mal so, die haben schon ein bisschen was Gutes, aber... ist jetzt nicht so... brauche jetzt nicht so unbedingt. So, den hole ich doch mal. Ich glaube, ich habe einen schlechteren Helm. Ich werde erstmal alles reparieren. Dann werde ich mal gucken, weil dann werde ich auch mal die Crew so ein bisschen aufrüsten, gucken, was die haben. Reparieren. Ja. 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 Moment. Ne, das brauchen wir nicht. Das wollte ich nicht. Warum ist das nicht repariert? Willst du mich verarschen? Das ist das doch nicht. Ich repariere trotzdem mal alles durch. Doch, das war das doch. What? Okay, dann habe ich halt den Bonus dafür bekommen. 63. Ja gut, wir haben schon was mit 63 hier. Ja gut. Wie sieht's denn hier bei Nyoka und so aus? Wie viel hat denn deren Helm? 55. Ja, 55 und 49 ist gut. Was hat Vika Max? Da gucken wir jetzt erstmal nach, weil, ne? 38, Jung. Ne, so. Jetzt hat er ein 81. Alter. Ja. Was? Wie viel hab ich denn da? 53. Ja, der Max kriegt auch was Neues, aber die 53, also die 84 meine ich, die nehme ich auch gerne selbst. Also, kein Problem. Junge, geht da ab? So 53, was gibt ihr denn das Plus? Sonst Schwerfähigkeit würde ausweichen, plus 5 Tarnungsfähigkeiten, minus 5. Blocken plus 5. Ausweichen ist besser. So. Ja gut, Waffen. Ich hab echt gute Waffen hier am Start, ne? Das machen wir hier rein. Oh, Sturmgewehr Ultra. Ja, aber der gibt Donnerschaden mit. Wir müssen übrigens öfter die hier verwenden. Die ist wesentlich besser. Habe ich nicht gesehen. Es tut mir leid. Gibt einfach 200 mehr, ne? Schaden 82, Schaden 60. Mach ich mal. Ich wollte die eigentlich nach... Also, können wir ja sortieren, okay. Okay, mache ich jetzt aber nicht. Oh, ach, das ist ein Flammenwerfer, ja gut. Was hat ein Nyoka für eine Waffe? Ja, die... Nee, die braucht nichts anderes. Oh, aber er. Eieiei. Der hat ja noch hier... Ja, komm, du kriegst mal die hier. Und ihn hier. Was hast du denn als Zweitwaffe? So ein Bebebeil. Ah, 197 kriegst du das hier. So. Haben unsere Charaktere mal einigermaßen ausgerüstet.
Und speichere nochmal kurz. Würde ich sagen, sollen wir uns mit denen hier nochmal anlegen und dann hier looten? Würde mich ja schon so ein bisschen anfixen, ne? Na, gib mir doch einfach mal die Sniper. Eigentlich dürften die ja nicht nach hier oben kommen. Ah, das ist aber auch Munitionsverschwendung. Ich weiß nicht, was da noch auf uns zukommt. Übergang zu die Grube. Das klingt so, als könnten wir Munition gebrauchen. Scheiße. Irgendwie habe ich so ein ganz mieses Gefühl. Das bringt halt nichts weiter zu spielen, wenn, als nachdem Phineas jetzt entführt wurde, ne? Weil das sind die, der Vorstand und so, die sind uns ja alle so böse gegenüber. Und das ist blöd. So. Oh, was haben wir denn hier? Retro Rockets. Häftling Williams Black, Häftling Fehler, Kapsel 2, okay. Ich glaube, ich weiß, wo Phineas Wells ist. Ich weiß nicht, ob ich da aufgehoben habe. Ich dachte, es wäre Munition. Auf Lagerverzeichnis zugreifen, auf Architekturaufzeichnung zu. Also erstmal Lagerverzeichnis. Kanister, Limitine, Zwangsjacken, coole Westen, ja, okay. Mitteilung, eure Lieblingswärter, bitte lagert hier keine verderblichen Lebensmittel. Wir haben diesen Raum als Kühlraum deklariert, weil wir die Kapseln hier lagern wollen. Das ist kein Kühlschrank. Das nächste Mal, wenn ich hier einen Behälter mit schimmelnder Wollkuh finde, stelle ich ihn eine ganze Woche lang vor die Luftzufuhr der Klimaanlage. Boah, das ist ja eklig, ne? Notwendige Strukturveränderungen für die Unterbringung von Kryonik-Kapseln in der LBR-NTH-Einrichtung. Eine Analyse von den Ingenieuren Rodfield, Crane und Geist. Zunächst muss jede Kapsel konstant mit mindestens 400 Kilowatt Strom versorgt werden und die in den Kapseln gelagerten Subjekte müssen regelmäßig eine Dosis Vitokryo-Flüssigkeit verabreicht bekommen und... Dieser endlose Satz erstreckt sich noch über weitere 12 Seiten, bevor er endlich endet. Und somit empfehlen wir, um die strukturelle Integrität des Bereichs, der Gruppe für das Design designiert wurde, zu gewährleisten, dass alle Kapseln in zylindrischer Form um eine tragende Struktur herum angebracht werden, die in den Mantel der von Tadaus gebohrt wird, mit einer maximalen Tiefe von... Okay, verlassen. Ich dachte, wir könnten irgendwas überschreiben. UDL. Holy take me. I thought the chasm outside Stellar Bay was deep. This makes me nauseous. Ja, ist schon tief, also. Machen wir das mal hier. Können wir ihn so ausschalten? Das war maximal doof. Na, kommt mal hier hin. So. Mal ein bisschen Fähigkeiten hier noch einsetzen, bevor sie draufgehen. Na komm. Komm, wir gehen erstmal hier rein. Eieiei. Komm rein. So, ja, fuck you.
Ja. Nice. Den haben wir auch. Boah, das war jetzt wieder gut. Das war jetzt wieder richtig gut. Weil die haben jetzt auch nicht wirklich so eine gute Körperpanzerung, ne? Waren die da vorne stärker so zum zeigen, hey, hier sind die Starken und innen drin dann nur so Luffys oder was? So. Ja, die haben echt überhaupt keine gute Körperpanzerung. Was ist da los? Oh, Munition. Ja, wir haben zum Glück noch einiges am Muni. Hm. Hallo. Bleibst du auch hinter einer Deckung, wenn du weißt, dass sie dir keine Deckung gibt? Also spätestens nach dem zweiten Treffer, wenn ich so denke, okay, der erste war vielleicht noch glücklich irgendwo durchgeschossen, würde ich dann irgendwann mal die Position verlassen und mir denken, ja, nicht die beste Position. So. On my way. Be right there. Gut, wir haben die beiden jetzt wieder mit. Gucken uns hier oben noch ein bisschen um. Ich weiß übrigens nicht, ob es aufs Ende zugeht oder sonst was. Ich hoffe einfach, wir können hier nachher noch ein bisschen zocken. Also, dass das nicht so abrupt abbricht, sondern so, ja. Ist vorbei, gut geschafft, Dankeschön und jetzt darfst du die Welt nicht mehr erkunden oder sowas. Und dass da nichts mehr ist. Das wäre echt schade. Also wirklich schade. Ich will diese Retro jetzt einfach mal mitnehmen. Ich finde die lustig. So. Ah, wir haben auch noch genug Platz für alles hier. Automaten. Hey, Melody. Quatsch mal mit ihr. I'm working as fast as I can, all right? If y'all would quit bothering me, I'd get this done sooner. Was machst du da? Fixing the FPS system. FPS system. It's redundant, Melody. Can you just let me work? I'm almost done. Ich weiß nicht, was ein FPS ist. Forced pacification system. If the prisoners riot, we gas them. It went a little haywire after the last deployment, so here I am. Anyway, I need to finish this, so get out of here, will you? Nee. Du wirst das nicht zu Ende machen. What? Nichts. Okay. Sie wird es anscheinend doch zu Ende machen. Pazifierungsgas einsetzen. Darf nur in Notfallsituationen angesetzt werden. Der ordnungsgemäße Einsatz schützt den Anwender vor Strafaktionen. Ja, Moment. Warte mal, Spielstand speichern. Ich muss immer aufpassen, dass ich den richtigen Spielstand nehme. Ich will nicht den Hauptspielstand da überschreiben. Dann machen wir das doch einfach mal. Erfordert ein Autorisierungspasswort. Okay. Ne. Weißt du das Passwort, Melody? Hey, für das zumindest zu ganz gut erforderlich. Weißt du den zufällig? Of course. Why? Ich muss das Terminal benutzen. Well, you ain't authorized. Else you'd know the password, wouldn't ya? Ah, wer bist du? Is that a joke? Y'all call me out to fix the FPS and now you're asking me who I am? Du musst ja nicht gleich an die Gurgel gehen. Ich bin gerade selbst hier erst hier angekommen. Whatever. I need to fix this before I get in trouble. So stop bothering me. Ja, nee, das hatten wir ja schon. Können wir nochmal fragen? Ich brauche den Zugangscode. Why? Weil ich den haben will. Ich will ihn einfach haben. Well, we don't always get what we want. Go on. Let me do my job. Ah, du bist kurz davor, dass ich dich einfach erschieße. Passwort. Ah. Namens R. Ist es das vielleicht? Nein. Ich dachte, das wäre das Passwort. Aber wir werden an dieser Stelle mal die Aufnahme pausieren. Und sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und bis dahin, sage ich mal,
Auf Wiedersehen.